I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. Yeah. Hallo liebe Fleischglück-Fans, liebe Community und liebe Fleischliebhaber. Es geht heute um ein Thema, das wirklich eher so ein bisschen pissig ist. Ja? Also Spaß eigentlich. Wir hatten vor langer Zeit mal ein Video gedreht über das fünfte Viertel. Das fünfte Viertel war das Gschlüng. An diesem Gschlüng hängt dran Herz, Leber, Lunge. Und wir haben mal ein bisschen gesagt, wie man mit so Innereien kocht. Dann haben ganz viele Leute drunter geschrieben, was ist mit den Nieren, was ist mit den Nieren, was ist mit den Nieren und was ist mit den Kutteln. Also haben wir uns vorgenommen von Fleischglück, wir zeigen euch auch, wie man richtig gute Nieren macht und wie man richtig gute Kutteln macht. Beginnen tun wir aber jetzt in dem nächsten Gericht mit unseren Kalbsnieren und wir machen die wirklich schön als Pasta, als einfaches Pfannengericht, das aber wirklich richtig Bums hat und beginnen jetzt einfach mal mit der Zubereitung der Nieren. Wie gesagt, wir haben es damals nicht gemacht beim fünften Viertel, weil es einfach nicht am Gschlüng hängt. Die Nieren filtern, also es ist ein Filterorgan und die Nieren haben immer so einen, wir sagen in Bayern, brunzigen Geschmack, ja, oder so eine leichte Urinnote. Und deshalb mögen viele Leute einfach keine Nieren. Die Konsistenz ist aber sagenhaft. Beim Schwein ist der Klassiker, dass man die Nieren auch mit ins Kesselfleisch gibt. Oder im roten Breastsack, wer das kennt, in die Blutwurst mit reinschneidet. Also man kann machen, was man will. Wir haben in dem Fall jetzt Kalbsnieren. Das sind für mich die feinsten Nieren. Und wenn man da dran riecht, es säuchelt schon gescheit. Ja? Also es schmeckt sehr nach Urin. Aber dafür gibt es einen uralten Indianertrick und den zeige ich euch jetzt. Als erstes gehen wir mal her und schneiden uns hier dieses ganze Fett raus. Denn wie man weiß, ist Fett Geschmacksträger. Und gerade dieses Nierenfett stinkt erbärmlich. Also das muss man als erstes mal rausbauen. Und Nose to Tail hin oder her. Also ich gebe es immer meinem Hund, der steht auf sowas, ich mag es nicht. So, ich habe das Fett jetzt grob weggeschnitten. Jetzt schneide ich die Nieren einfach in kleine Stücke. So wie wir sie später auch essen, also gabelgroße Stücke, sage ich jetzt einfach mal, mundgroße Stücke. Und ich habe die jetzt immer noch nicht gewaschen, weil das kommt wirklich jetzt erst. Früher hat man oftmals gesagt, man muss die Nieren lange wässern, aber das ist auch nicht, also für mich zumindest nicht der optimale Trick. Die beste Variante, die man machen kann, um die Nieren wirklich gut hinzubekommen, einfach erstmal in eine Schüssel. Und dann nimmt man Salz, viel Salz. Jetzt schaut euch das mal an, es ist jetzt natürlich schon derb, ne? Natürlich ungenießbar. Aber was passiert? Schaut mal her, die saugen sich jetzt voll und was macht Salz? Salz zieht Wasser und in dem Fall wollen wir genau das. In dem Fall zieht nämlich Salz nicht bloß Wasser, sondern auch den ganzen Urin, der da drin ist. Man sieht jetzt schon, wie viel Flüssigkeit das da noch drin ist. Und das ist eigentlich so das Übelriechende. Richtig gut durchkneten, gegebenenfalls nochmal ein bisschen Salz nachlegen. Also schaut heftig aus, aber das ist der beste Trick für Kalbsnieren. So, jetzt das Ganze einmal richtig kalt abwaschen. Über dem Waschbecken im Sieb. Und schaut mal, die sind jetzt richtig, haben richtig Farbe verloren, dieses Blutrote ist weg und sind komplett geschmacksneutral. Und jetzt haben wir ein tolles Ausgangslebensmittel für unser Pasta. Unser Kalbsnierengericht ist relativ einfach. Ihr nehmt euch eine Zwiebel, schneidet euch die einfach in kleine Würfelchen. Dann nehmt ihr euch ein paar Zuckerschoten und das hat so einen schönen frischen Erbsenknacks. Also passt wunderbar dazu. Und einfach bloß roh in kleine Streifen schneiden. Nehmt ihr einfach noch ein bisschen Blattpetersilie, ganz grob zupfen. Die geben wir zum Schluss dazu,
Es hat auch nochmal so eine schöne Frische. Und das war's. Also eigentlich sehr italienisch gekocht. Relativ easy. Wir braten jetzt die Nieren an, geben die Zwiebel dazu, geben dann die Zuckerschoten dazu, löschen das Ganze mit ein bisschen Weißweinessig ab. Ja? Einfach um nochmal eine schöne Säurespitze reinzukriegen. Das Ganze braten wir an in Olivenöl und ein bisschen Butter. Und dann geben wir unsere Pasta dazu. In diesem Fall nehmen wir jetzt schwarze Linguini, also lange Bandnudeln. Und ganz zum Schluss ein bisschen Sahne, ein bisschen Pfeffer und eine Handvoll Parmesan. Und so einfach geht das Ganze. Ich nehme jetzt ein bisschen Butter und ein bisschen Olivenöl. Mache die Pfanne heiß. Und gebe jetzt meine Kalbschen hinzu. Als nächstes gebe ich die Zwiebeln dazu. Schwenke das Ganze richtig schön an. Nimm ein bisschen Salz, aber natürlich nicht mehr zu viel Salz, weil wir haben schon etliches an Salz drin. Ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Und parallel nehme ich jetzt meine Pasta und koche mir die schon mal. Als nächstes nehmen wir unsere Zuckerschoten dazu. Schwenken das nochmal richtig schön durch. Und jetzt kommt der Trick. Nierchen müssen ja immer ein bisschen sauer sein. Und wir nehmen einfach einen schönen Chardonnay Balsamico, löschen das Ganze leicht ab, um eine leichte Säure reinzukriegen. Dann kommt der Geheimtrick von jedem Koch, Nollibrat. Einfach ein bisschen Wermut. Und jetzt das Ganze reduzieren. Wenn der Weißweinessig und das Nollibrat gut reduziert sind, einfach nochmal ordentlich durchschwenken. Jetzt ein bisschen Sahne zugeben und nochmal leicht durchschwenken. Final nochmal ein bisschen würzen. Salz, Pfeffer. Und jetzt reduzieren wir das Ganze wieder. In der Zwischenzeit sind meine Nudeln auch soweit. Die passiere jetzt einfach ab. Und dann gebe ich die Nudeln ohne Abschrecken. Das ist ganz wichtig. Würde ich die Nudeln jetzt abschrecken, würde sie die Soße nicht mehr aufnehmen. Dann gebe ich die Nudeln einfach, so wie es ist, in das Gericht. Schwenke das Ganze noch einmal durch. Jetzt kommt meine Petersilie dazu. Und ganz zum Schluss, ein uralter Indianertrick. Einfach ein bisschen Parmesan. Parmesan ist Umami, Parmesan ist Bindung, Parmesan ist Geschmack. Wir schwenken das Ganze noch einmal durch und dann richten wir an. So kann man gerne mal Nierchen servieren. Einfach, schnell und richtig gut. Kalbsnieren à la Stoll.